Moin Moin, so jetzt geht's wieder weiter mit The Order 1886 und der zweite Part. Und ich würde sagen, wir starten dann gleich los. Wir sind beim letzten Part runtergefallen, oder runtergesprungen mal so gesagt. Und ja, mal gucken, was jetzt passiert. The Order 1886. Ich bin echt gespannt, ganz ehrlich. Ich bin richtig gespannt. Bestätigt, Galahad, hier ist Tantana. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovener Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am vereintes Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Das ist ein Haus, aber ich denke, glaube ich, da. Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Aber ganz ehrlich, schöne Waffe. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Gerne hat Ende. Okay. So, umgucken. Hier kann man vorbeigehen. Wie kann man hier runtergehen? Bestimmt dann hier durch die Tür. Geht nicht. Ah, da. Da ist die Tür. So, hier findet man... Oh, einen kleinen Schaukelstuhl. Kein Schaukelstuhl, sondern ein Pony, so ein Wackelpony. Schaukelpferdchen. Mir ist der Name ihm gerade nicht eingefallen. Triff dich mit... Wer ist denn das? Bist du das? Morgen. Oder ist das der draußen? Da liegt wieder was auf dem Tisch. Eine sehr alte Familie. Mal gucken auf der Rückseite. Ja, von mir aus lassen. Okay. Guten Tag, Sir. Guten Tag. So, was machst du hier sauber? Nee, du reparierst. Den Fahrstuhl. Andere Seite. So. Ich gehe runter auf die Straße. Bestätigt. Meine Damen und okay, fahren lassen. Hopp. Galahad, Igraine, was
Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... typisch. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaub mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. So. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Ich weiß nicht, was gerade mit ihnen los ist. Galahad. Das ist so. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren, und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Runtergesprungen. Hä? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy. Würdest du nie tun. Sieht aus wie eine dicke Waffe wie ich. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Okay. Ja, Ma'am. Begrain, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Ei, ei, Sir. So, wo lang denn? Hä, wieso kann ich nicht laufen? Hm. Ah, jetzt. So. Sobald wir drin sind, lass niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Ach, wir sind gut. Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger. Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien Kompanie will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Okay, jetzt gehen wir runter. Ich dachte, wir gehen auf der Straße. Okay, immer noch verfolgen. So. So, dann sind wir hier. Galahad, in Deckung! Okay. Gehen wir an die Arbeit. Der schießt. So. Ziel erledigt. Nachladen. Alles klar. Vorrücken. Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei! Schwingt eure Asche hierher! Ich brauche Hilfe! Los jetzt! Los! Los geht's, ihr Bastarde! Ein Gewehr wäre wohl passender. Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Passend zum Atrium unterwegs. Los, 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 los.
Schütze frei. Im Hof sind noch mehr. Was noch? Oben auf der Treppe. So kann ich dich treffen. Flüchtling erledigt. Weit erledigt. Ich lade nach. So, hier nichts mehr. Da auch nichts mehr, da außen nichts mehr. Ich störe den Krieg, eine ordentliche Abreibung! Hilfe! So treffen! Verdammt! Hey, verschwinde! Auf! Ja! Die Tür ist verschlossen. Ich höre drinnen Bewegungen. Schnell, drinnen sind noch mehr Verrückte. Komm, jetzt schieß doch! So, nachladen. Easy. Ui. Bist du okay? Verdammt. Was machst du denn da? Oh Gott. Sie schlachten sie alle ab. Bereit? Erledigen wir den Abschaum. Rauchgranaten. Ist gut. Rauch unterwegs! Also dann, los geht's. Flüchtling neutralisiert. In der Bar. Wer ist eine Rauchgranate? Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. Oh ja. Ja, ich gehe ja schon rein. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Bist du soweit mit allem zufrieden? Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ladies first. Still. Meinst du, wir können ein paar von den Reichen abknallen? Ha?
Schon gut. Okay, da müssen wir rein, okay. Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten Ihre Hilfe. Yes, sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. So, und genau da machen wir wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Natürlich, Support ist kein Mord. Däumchen hoch, Kommentar runterlassen, fettes Abo lassen. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt The Order 1886. Und bis dann. Ciao, ciao.